Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Omsi-Folge. Folge 76 an einem Samstag. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber. Ist halt so. Ich muss das mal kurz aufschreiben. Und resetten. Und starten. Hätte ich selber jetzt nicht gedacht, dass ich hier was mache, aber ihr seht selbst. Ja, folgendes, es wird jetzt anders ablaufen als wie gewohnt. Und zwar werden wir diese Fahrt fahren bis zum Hauptbahnhof. Danach fahren wir die Linie 100 zur Universität. Und dann wird die Rücktour. So. Diese Folge an den heutigen Samstag endet erst, sobald ich die eine Universitätenlinie abgefahren habe. Und Sonntag wird dann die Rücktour gemacht. Sonntag ist allerdings, naja, soll ich sagen, nicht so lange als Let's Play. Also damit ihr Bescheid wisst. Als kurze Info. Es sei denn, wir kommen erst in der 6., 7. Minute an, dann überlege ich mir das schon anders. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar auch nicht müde, aber ich mach's für euch. Ja. Jetzt haben wir schon 6 Minuten Verspätung. Unglaublich. So, es kommt rein, ich habe Verspätung. Ja. Halt die Fresse. Das ist auch mal was. Es ist Wochenende und ihr könnt schön um sie gucken als Let's Play. Hallo. Halt die Klappe! Ach, meine Güte, hier ist was los. Nur an Meckern. Seien Sie froh, dass ich so früh gekommen bin. Soll man nicht falsch verstehen, ne? Und wieder Stau. Leute. Einfach nur am Käferkäse, ich hab ihn so hochgestellt. Ja, Karton. Und das blendet hier rein. Ah, schon der Kram bewegt sich. Ich könnte zwar Track 17 machen, aber das mache ich nicht. Ah, ja. 26. Oktober. Da habe ich Urlaub. Ich muss runter zur Schule.
würde mich sehr freuen, wenn es mir weitergehen würde. Komm, du passt doch wohl rum. Alter Pfeife, du. Hör auf zu klopfen. Ich kann auch nichts machen, ich komme nicht weiter. Ey, währenddessen könnte ich noch in den Rauchen gehen, ey, echt mal. Ich komme überhaupt nicht voran. Sehr verehrte Fahrgäste, aufgrund einer so hohen Verkehrsaufdichtung der Straßenverkehr werden wir heute mit einer Verspätung von 10 Minuten am Hauptbahnhof ankommen. Bitte um Verständnis. Verkehr hier. Nächster Halt, Bernauer Platz. Übergang zur Linie 23 Richtung Derenhofen. Guten Tag. Hallo. 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 Eine Tageskarte hätte ich gerne. Morgen. Ja. Guten Morgen. Morgen. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Danke. Bitte. Wer hätte das gedacht? Rot. Nächster Halt. Ehrenhainstraße. Ja, ja. So ist das Leben. Ne? Rot, rot, rot. La la la. Das sieht aus, ey. Zu spät sind sie mal wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Immer kommen sie zu spät. Könnt ihr mal die Fresse halten? Wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr ja gerne laufen, die paar Meter. Die würden euch auch nicht schaden. Mann, gibt alle eure Tage hier. Verspätung ohne Ende hier. Jetzt würde ich mich nur noch auf eine grüne Ampel freuen. Wieder. Nächster Halt. Hauptbahnhof. Endlich. Zentraler Umsteigepunkt in alle Richtungen. Bus endet dort. Volle Power geben. Wir wollen sie nie aussteigen. Erst da, wo ich Pause mache. So, wir sind angekommen. Endlich, ne? Haut alle ab, ihr Opfers. Ich will euch nicht mehr sehen. Danke.
So, wir brechen diesen Fahrplan ab. Wir nehmen einen neuen Fahrplan an. Hauptbahnhof, Universität, genau. Und ja, wir werden die Linie 100 fahren. Ne? Wisst ihr Bescheid? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Linie 29. Es ist jetzt zwar ein bisschen anders als gewohnt. Sonst fahre ich einfach nur die Hintour, da mache ich eine Woche Pause, mache die Rücktour, aber heute mache ich gleich alles. Ne? Ja. Ich würde sagen, wie lange brauchen wir für die 100? 2 Minuten. Ja. Ja, Planänderung. Planänderung, genau. Ich werde jetzt hier die Folge beenden. Morgen geht es weiter mit der Linie 100. Hintour und Rücktour und danach zum Betriebshof. Das will ich mit euch machen. Das heißt, heute nur mal so um die 13, 12 Minuten. Vielleicht noch länger. Und morgen dafür gute 20, 24 Minuten müssten schon rauskommen. Gut. Ich hoffe, ihr könnt mich gerade noch verstehen. Gut, irgendwo die Schliffen gerade. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und noch ein erholsames Wochenende. Und wir sehen uns demnächst. Also, ciao.